Ich bin Cody Stone, Performer, Entertainer und TV-Illusionist. Eine Zauberkunst gefällt mir, dass sie so vielseitig ist und dass ich damit so viele Abenteuer erlebe, so viel rumkomme, so viel sehe, so viele Menschen kennenlerne, Menschen zum Staunen, zum Lachen, manchmal vielleicht sogar zum Weinen bringen kann, denn es geht mir um Emotionen. Emotionen, die halt mit meinen Storys, mit meinen Kunststücken geweckt werden. Und das ist natürlich das Schönste dabei. Ich bezeichne mich als Performer, Entertainer und TV-Illusionist. Das heißt, ich bin nicht nur der typische klassische Zauberkünstler, sondern außerdem auch noch in anderen Bereichen unterwegs. Ich moderiere auch noch, ich bin noch als Model unterwegs. Das heißt also, alles ist ein bisschen vielseitiger als der typisch normale Zauberkünstler. Natürlich geht es bei mir um Zaubertricks, aber es steht nicht der Trick im Vordergrund, sondern die Geschichte, die Story drumherum. Und wenn es um die Tricks geht, dann geht es darum, dass ich mir Zuschauer häufig nach vorne auf die Bühne hole, die alles kontrollieren können, die den Zaubertrick hautnah sehen können, in ihren eigenen Händen erleben und somit natürlich das Kunststück auch noch viel verblüffender machen. Das Schönste ist natürlich, wenn die Zuschauer staunen, lachen und ein gewisses Bauchkribbeln haben, so wie das kleine Kind, was damals so den ersten großen Zauberkasten vielleicht sogar entdeckt hat oder das erste große Geschenk zu Weihnachten bekommen hat. Dass selbst Erwachsene dieses Bauchkribbeln wieder bekommen, das zu erreichen, das ist das Größte. In der Vergangenheit hatte ich 5 Jahre lang meine eigenen TV-Serien im Disney Channel und auf Super RTL. Ja, genau. Vor ein paar Jahren ließ ich eine Insel verschwinden. Das ist natürlich ein ziemlich großes Projekt und das ist auch das, was mich sehr interessiert, was ich auch nach wie vor weiterhin mache. Nicht nur für mich, sondern auch für verschiedene Unternehmen, für Musiker, für Schauspieler entwickle ich Tricks. Und der typische klassische Zauberkünstler trägt Frack mit Zylinder. So einer bin ich nicht. Bei mir ist alles ein bisschen lockerer, ein bisschen lässiger, moderner. Und ich habe zwar einen Act bei mir, wo ich im Frack auf der Bühne verkleidet stehe. Allerdings spiele ich in diesem Act genau mit diesem typischen Klischee. Ich habe kein kleines, süßes Kaninchen. Ich habe ein großes, grobes Kaninchen. Kommt einfach gut an bei den Frauen. Mir liegt sehr am Herzen, dass meine ganzen Produktionen sehr hochwertig sind. Also es fängt in der Kleidung an und hört halt bei meinen Shows auf. Ich mache ganz viel bei YouTube, ganz viele Produktionen, ganz viele kleine Videos. Ich bin viel unterwegs auf der ganzen Welt, treffe interessante Leute, da bin ich unterwegs an interessanten Orten. Dann gibt es ein paar Special-Aktionen, das heißt also Tricks und Kunststücke, die immer nur einmal stattfinden, also dann was ganz Besonderes, das sind so Publicity-Events und noch eine ganze Menge mehr. Also es gibt jede Menge Ideen, was es noch genau alles sein wird, ja, im Geheimnis liegt der Zauber, sage ich nur. Yeah.